Und damit willkommen zu tatsächlich mal einem neuen Let's Play hier. Es wird mal wieder Zeit, dass ich wieder was mache. Und zwar zu Graveyard Keeper. Ich habe es noch überhaupt exakt gar nicht angespielt, aber das machen wir jetzt gemeinsam. Erstmal dachte ich ein bisschen, Moment, Graveyard Keeper? Was ist denn das? Ist das ein neues Trendgetränk oder was? Ne? Von wegen Graveyard Keeper ist das jetzt hier Kirsche, Banane nur, aber mit im Grabstein serviert oder was ist das? Ist aber so ein bisschen in Richtung Stardew Valley. Was ich zumindest gesehen habe, zumindest einige Aspekte sehen doch zumindest auf den ersten Blick sehr ähnlich aus und nur halt etwas untoter und ein bisschen anders gehalten in manchen Aspekten. Deswegen schauen wir mal, was da so dabei rauskommt. Das passt alles. Schön. Wunderfantastisch. Und ich hoffe, man kann alles lesen im Video. Weil ich glaube, das ist ein bisschen kleiner als die Anzeige da sagt, aber das kriegen wir hin. So. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe noch exakt keine Ahnung. Deswegen. Wahrscheinlich wird der Anfang ein bisschen rumpelig sein. Aber wir werden sehen, was da rauskommt. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo der Text zu schnell zu Ende ist. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Okay. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier jetzt einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl nach Gary suchen. Neue Aufgabe. Aha, es gibt WASD zum Steuern. Es gibt zum Öffnen eine Truhe. Okay. Man kann schlafen. Das kann ich gerade nicht tun. Ach, also ich könnte immer schlafen. Noch eine Truhe. Ich gehe einfach mal nach unten. Ich mache einfach mal das, was von mir verlangt wird. So bin ich manchmal. Wie gesagt, es rein von der Optik zumindest erinnert es doch sehr an Stardew Valley. Ich finde allerdings, dass hier alles noch so ein bisschen hübscher gepixelt. Es sieht alles noch ein bisschen zusammenpassender aus und nicht ganz so harsch von den Farben, sag ich mal. Von daher, es sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Und ich würde an sich gerne ein bisschen weiter reinzoomen, weil er doch ein bisschen klein ist. Aber anscheinend geht das nicht. Beziehungsweise, nops, so spontan. Die Tasten, die ich jetzt gedrückt habe, haben nicht funktioniert. Ah, ist hübsch, ne? Auch hier, wie der Baum so ein bisschen am Wackeln ist mit den Blättern. Das ist durchaus nett. Ich bin mal sehr gespannt, was das Spiel dann so von sich gibt. Effe? Soll ich jetzt ernsthaft F drücken, damit ich Respect payen kann, oder was ist das? Oh, der spricht toll. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge, ich erinnere mich. Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Das Sprachgeräusch von dem, ne? Gut zu wissen. Gut. Aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Und wenn er redet, hat er ein Schreibgeräusch. Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Ah, du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Zumindest ans Hüpfen anscheinend. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts von alledem hier. Ach, weißt du, ich warte hier lieber auf dich, sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ich erinnere mich an dieses Läuten und ein Esel. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Es könnte gefährlich sein. Ah, ein Esel. Kein Drahtesel zumindest. Hallo. Na du? IA. Selber IA. Habt eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, ein sprechender Esel.
Oh, du kannst mich verstehen. Ja. Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir. Also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, wem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Ja. Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt. Ich werde diese Leiche lassen und ich bringe dir eine neue. Was ist das für ein seltsames Land? Das ist eine gute Frage. Ach, sag mal, netter Esel. Na? Was will er jetzt? Worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange die noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Fallen lassen kann ich. E. Haha. Eintreten. Ui. Zart, ich mag diesen Ort. Fühle mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann? Was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch. Vom Körper, das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel mit Gedächtnisschwund bin. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat. Was? Und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in den Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Plappernde Schädel lügen nie. Und mir dann ein Bier bringen. Muss ich jetzt Menschenfleisch verkaufen oder was? Gegen Bier? Erste Scheibe. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Vorbereitungsplatz. Blaupause, Pritsche. Entfernen Fleisch. Fleisch. Menschenfleisch. Ist das hier? Da, okay. Autopsie, okay. Okay, also ich kann da Fleisch rausnehmen. Arbeitszimmer nicht beendet. Aha. Die Arbeitszimmer. Fertigt an. Vorbereitungsplatz. Vorbereitungsplatz 2. Aha. Na, Klärchen. Okay, und ich muss das gedrückt halten, um daran zu arbeiten anscheinend. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Burger. Mit Menschenfleisch. Mh, lecker. Wobei... Wurde überhaupt gesagt, dass das eine Menschenleiche ist? Vielleicht war das auch ein sehr kleiner Elefant. Ich weiß es nicht. Herstellen Sandwich. Herstellen gebratenes Fleisch. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon dran. Also, was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung. Begraben wir sie einfach. Das ist ein Elefant, sehr eindeutig. Eine mit 2 Rüsseln, eine links, eine rechts. Nimm die Leiche, ich warte auf dem Friedhof auf dich. Okay. Autopsieren kann ich das nicht mehr. Eine Leiche, 95% frisch ist sie. Hier komme ich nicht durch, ne? Aufräumen. Ich geh mal nach draußen, bevor ich mir das hier genauer anschaue. Boah, ist das hell. Wer macht denn sowas? Ah, ne, das ist Nebel. Ah, ich dachte, das wäre jetzt ein Blendeffekt, weil wir aus dem dunklen Keller kommen. Man kann die Leiche werfen. Bitte, das ist fantastisch. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof, markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit deiner Schaufel. Trage die Leiche oder was davon übrig ist, vorsichtig ins Grab, schaufel es zu und dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternenformen als Dekoration verwenden. rostige Schaufel, hier ist der Tisch, ne? Bauen. Wie wär's mit der Grabstätte? So ganz spontan entschieden. Okay, das ist mein Platz. Okay, kann man das... Na gut, drehen brauchen wir nicht, ne? Ist ja hier 3x3 Felder anscheinend. Kloppen wir da mal was hin. Schön, dass wir arbeiten... Ich wollte gerade sagen, schön, dass wir arbeiten können, während wir das Zeug in der Hand haben. Was auch immer das jetzt alles für Zeichen und Zahlen sind. Statten. Aha. Shit. Gut gemacht. Dieses Bestattungsurkunde, ich erinnere mich an Geld, Alkohol. Alkohol,
Ich glaube, den mochte ich früher sehr. Oh, Sass, da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Oh, ich weiß. Frage ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Hallo, Bischöfchen. Das klingt wie eine Taube so ein bisschen. Ah, ich bin so müde. Warum nur jede Woche hierher kommen? Oh, ich bin der Bischof. Oh. Ah, Friedhofswärter, da bist du ja. Ja, da bin ich. Das ist schön. Ich sage dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Tutorial, aha, derzeitiger Ort. Ort. Wichtige Informationen zum Ort, Qualität des Friedhofs, aha. Das war eben minus 200 plus 1, als wir das wieder zugemacht haben. Ansehen der Kirche und so weiter, okay. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Also genau das habe ich gerade gesagt. So, dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Befehl. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet, herstellen Holzmarkierung. Oh, wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Oh, dieses Geräusch, ne? Ich stelle mir jetzt so eine Ringeltaube vor hier. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Ich bin in allem gut, deswegen wurde ich nach, auch gewählt. Erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Haha. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in einer Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal anschauen. Haha. Ich komme nächste Woche wieder, um genau zu sein, komme ich jede Blaubeerpizza. Vielleicht räume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Ja, aber Blaubeerpizza. Er wartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen sie hier hin? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil. Eine alte Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Haha. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Also ich verkaufe dann letztendlich die Überbleibsel. Also ich verkaufe die Bestätigung, dass irgendjemand tot ist. Schön. Ich bin nicht der Friedhofswärter. Ich war auf dem Weg nach Hause. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Ich habe den Friedhof repariert. Haben wir nicht. Frage nach der Urkunde. Gespräch beenden. Ich muss zurück nach Hause. Das ist ein sprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Haha, ein guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gas? Hä? Ja? Na, ich, haha. Muss man das jetzt verstehen? Ha! Ich ignoriere ihn mal ein bisschen, ne? Den habe ich jetzt echt nicht verstanden. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, falls der Witz im Deutschen auch funktioniert. So, kann ja sein, dass es übersetzungsmäßig schwierig und blöd war. So. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist ja dein Job. Ja, haben wir gehört. Können Sie mir mehr über die Bestattungsurkunde erzählen? Das ist dein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und Schwestern zur letzten Ruhe gebettet hast. Das ist Teil deiner uralten Abmachung zwischen der Stadt und dem Dorf. Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde bla bla, kennen wir schon. So, oh Gott, das ist viel zu kompliziert, um ein Traum zu sein. Frage nach der Stadt. Oh, die Stadt ist das Herzstück unserer glorreichen Landes. Der Palast, die Kathedrale, alles befindet sich dort. Du solltest es dir einfach selbst anschauen. Oh, aber nicht in diesen Klamotten, das wäre ja lustig. Haha. Wie komme ich zur Stadt? Sie befindet sich nicht weit vom Dorf entfernt. Halte dich an der Taverne, einfach südlich. Und wo ist dieses Dorf? Gehe vom Friedhofstor aus einfach auf den steinernen Straße in östliche Richtung. Okay. Okay. Wenn dir die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen.
Okay, um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dies kostet Tech-Punkte. Drücke Tab, um den Technologiebaum anzuzeigen. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick und deine Fähigkeit, mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Also rot ist Material, grün ist Natur. Blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Also blau quasi wie Mana-Punkte, also Magie und Zeug. Du erhältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Du kannst außerdem Punkte durch das Studium neuer Gegenstände an einem speziellen Tisch erhalten. Shazam! Das Konzept von Stein. Das klingt wie irgend so ein ganz schlechtes Buch. So. Irgendein Groschenroman halt. Das Konzept von Stein. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Steinvorrat. Sammeln Felsstein. Du kannst ein kleines Stück Stein aus einem kleinen Felsen oder ein großes Stück aus einem großen Felsen hauen. Wie kreativ. Du hast eine neue Technologie. Das Konzept von Holz. Du hast einen Nachfolger von dem anderen Buch. Da geht es dann um einen einsamen Holzfäller, der irgendwo im Wald plötzlich sich in den Baum verliebt oder sowas. Sammeln kleine Bäume fällen. Fälle einen kleinen Baum, um ein Holzstück zu bekommen. Sammeln Stöckchen. Du kannst Stöckchen von trockenen Büschen oder Hunden sammeln. So. Oh Gott. Aha. Aha. Aha, fancy, abgefahren. Das heißt, ich kann sägen, theoretisch, irgendwann, wenn ich irgendwas gemacht habe. Wenn ich die Punkte habe, könnte ich mir das wahrscheinlich kaufen, ne? Aha, interessant, interessant. Das heißt, ich sollte jetzt mal auf Bäume kloppen, oder wie ist das? Erstmal sollte ich mir Werkzeug holen, wahrscheinlich. Das sind alles -1 Gräber, okay. Da haben wir die Tageszeit anscheinend. Da haben wir, glaube ich, unsere Ausdauer, die laut dem, was ich so gehört habe über das Spiel, am Anfang wo ein bisschen schwierig ist, dass man nicht so wahnsinnig viel machen kann. Allerdings haben andere dann dazu geschrieben, zu den Kommentaren, von wegen, dass man viel zu wenig Ausdauer hat und einem im Prinzip nicht viel am Tag machen kann, dass man sich halt mit der Nahrung und sowas deutlich mehr beschäftigen muss, damit das alles besser und geschmeidiger funktioniert. Von daher, na, mal schauen, wie das wird. Und alter Friedhof, Qualität -29. Das klingt noch nicht so wahnsinnig gut. Kiste. Ich habe eine Schaufel dabei. Rostige Schaufel. Energieverbrauch -1. Okay. Arbeitszimmer nicht beendet. Ich weiß noch nicht so ganz, was das heißt. Kann dem Gastwirt verkauft werden. Okay. Holzreparaturwerkzeug. Gefertigt an Werkzeugbank für Holz. Werkzeugbank für Holz 2. Okay. Rostige Axt, rostige Spitzhacke, rostige Hammer. Kann ich vermutlich alles mitnehmen, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Und da ist der Nebel weg. Coolio. Ich mag die Art, wie das gepixelt ist hier. Ich finde das sehr, sehr hübsch. Ist halt mit ein bisschen mehr Feinheit und mehr Farbtiefe gemacht als bei Stardew Valley. Und sieht sehr stimmungsvoll aus, finde ich. Brauche eine Technologie. Zum Axtfällen oder was? Zum Baumfällen oder was? Okay, das ist ausgerüstet. Ich muss aber das anscheinend nicht extra auswählen oder was? Okay, es ist ausgerüstet. Die Frage ist nur, wie? Das ist schön, dass der eine braucht. Was ist das hier? Na. So. Lesen. Dieser Teil ist wegen des uralten Fluchs gesperrt. Befragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Aha. Aber kann ich das jetzt besser machen hier spontan? Grab. Exhumieren, nicht unbedingt. Ich lasse es erstmal so, wie es ist, außer ich mache es schöner. Tab ist das, okay, Technologie kann ich mir im Moment nicht zulegen hier. Friedhofswärter Gary Episkop, Esel, ich finde ihn schön. Ein entsprechender Esel, Leichenlieferant, wohnt im linken Stall, okay. Das ist die Karte. Okay. Ist auch hübsch gemacht, hübsch gezeichnet. Ich geh mal dahin, wo der Pfeil blinkt und zeigt und zeichnet. So, da wird's langsam nächtlicher, wie man auch an der Tageszeit hier im Bild erkennen kann. Die Dämmerung. Mir dämmert, dass es bald dunkel wird. Abgefahrenes Zeug.
Achso, okay, ich lade jetzt zum Dorf, ne? Was ist hier noch los? Hallöchen. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg. Hier bis... gesperrt. Ja. Alles total toll. Hexenhügel. Na. Oh, schönes Weizenfeld. Oder anderes Getreide. Aha, noch eine Kiste. Kann man das irgendwas ernten hier? Nee, ne? Wahrscheinlich ist das... Ah, okay, Weizenfarm. Okay, das liegt noch hier alles im Bereich. Also das ist nicht mehr in meinem Bereich quasi. Aber interessant. Ich folge mal dem güldenen Pfeil. Das sieht doch schon mal hübsch aus. Sieht auch alles sehr geschmeidig und irgendwie sehr stimmungsvoll aus. Auch mit der Beleuchtung jetzt. Aha. Okay, die Karte wird immer größer, je mehr man dann aufdeckt, spannenderweise. Okay. Das heißt, man wird nicht gespoilert, wie groß es insgesamt schon mal ist. Das Dorf. Interessant. Schauen wir mal. Totes Pferd, ja hurra. Da fährt der Esel ständig hin. Das ist eine schicke. Hast du schick gepixelt? Sehr hübsch. Hallo. Ich bin ein Neuer. Hier ist kein Platz für uns zwei. Ich habe schlechte Laune, verzieh dich. Ah, so ein Pech. Nicht heute. Sind denn alle bekloppt hier, oder was? Hallo, willkommen im Toten Pferd. Ich bin Horadrik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid. Warum habe ich mich dir nicht... Was? Ich dir nicht gleich erkannt? Gut, gut, das ist gut. Das ist unsere... das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Ja, klar, ist schon ein Weilchen her, seitdem sich jemand darum gekümmert hat. Aber kommen wir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? Frag nach der Bestattungsurkunde. Ja. Frag, wie du nach Hause kommst. Ich würde gern etwas frisches Fleisch verkaufen. Von Menschen. Der Bischof hat mir gesagt, dass du mir die Bestattungsurkunden abkaufst. Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfs Geld für die Urkunden geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut und das ist, uns ist das Geld ausgegangen. Aber sobald du die Kirche wieder öffnest, werden Pilger die glänzenden Münzen in unser schönes Dorf bringen. Na, da hat man eigentlich nur eine Aufgabe und ein Ziel und zack, hast du da wieder, ist der lineare, einfache, schnelle Weg voll gesperrt und man fährt Serpentinen über verschiedenste Aufgaben hinweg. Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich musste wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Du bist im Toten Pferd. Das hilft nicht. Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. Aber welches Jahr haben wir jetzt? Ja, wie meinst du das? Ein Jahr ist der Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Oh, das hast du... Du hast also dem Astronomen bei seinem Unsinn zugehört. Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Aber ich verstehe, es ist 204 nach dem uralten Abmachung. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich. Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. Hast du noch andere Fragen? Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Fleisch ist eine Delikatesse und ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel darauf begutachten. Und noch eine Aufgabe. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt, also hat dein Fleisch das Siegel? Nein. Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt, aber Mann, das sieht wirklich gut aus. Ach, sieht aus wie ein menschlicher Unterschenkel. Das muss Zufall sein. Aber ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher komme ich dieses Siegel? Du kannst dem königlichen Hof durch einen Briefkasten nahe der Kirche ein Bittschreiben schicken, aber das wird sich dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg, das verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Komm näher.
Ah, pustet bitte der mir ins Ohr. Es gibt da diesen Typen namens Schlange. Immer ein vertrauenserweckender Name. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Puh. Na, was bringt Handeln, wenn er kein Geld hat, ne? Oh, Friedhofswärter, könntest du vielleicht unseren Schmied Kretzfold diesen Brief übergeben? Natürlich, wo finde ich ihn? Im Südosten des Dorfs. Okay. Brief an den Schmied. Aha, fantastisch. Hapu, Essen, ne? Haben wir hier eine ganze Menge. Ich habe genau 0 Gold, deswegen, ich kann mir nichts kaufen. Nopes. Gar nichts. Exakt wirklich nichts. Ich finde es schön, dass man hier jetzt eine Questübersicht hat. Finde einen Stempel und verkaufe Hordradrick Fleisch. War jetzt in die Aufgabe schon wieder weg.